Obacht, dieses Video ist für Menschen mit schwachem Gemüt nicht geeignet. Eure Videos. Ich begrüße euch zu Folge 333, eine neue Folge mit Rumsbums, Klöter, Tod, Verderben, Blut und so weiter. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß, auch wenn wir eigentlich alle Gaffer sind. Schön Sensationsgeilheit. Darum sind wir hier, so funktioniert die Welt. Oh, 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 oh. Ho, ho, ho! Ist denn schon wieder Weihnachten oder was? Sag mir doch mal, was ist denn da nur los? Was ist denn da nur los? Was ist denn da nur los? Kalle, 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 Kalle! Mein Neffe, mein Neffe, mein Neffe! Der Passatfahrer hier vorne rechts scheint offenbar die Bullen direkt zu rufen. Sag mir doch immer, sag mir doch immer, sag mir doch immer. Schleicht aber wieder ein, wahrscheinlich wegen der Freisprecheinrichtung, weil die mit dem Handy noch verbunden ist. Ja, jetzt muss ja so viel gleichzeitig erledigt werden. Die Unfallopfer, die kannst du an und für sich. Also alle drei Autos kannst du vergessen. Da brauchst du eigentlich mit keinem rechnen. Da brauchst du fremde Leute für, die das gesehen haben. Da brauchst du den Passatfahrer, der die Polizei ruft. Und da hinten ist der eine, der anscheinend so ein bisschen Überblick behalten möchte. Der fragt erstmal den einen, hast du die Polizei gerufen? Möchte ich behaupten, sieht alles so aus. Und dann geht er zum Polofahrer und sieht, ja okay. Und dann geht er aber zu diesem Mini und befiehlt, sage ich jetzt mal so, ey, guck mal zu dem Typen da in dem Auto. Ich weiß gar nicht, ob da Typen oder Frauen drin waren. Ich weiß auf jeden Fall, schwer verletzt. Mit dem Hubschrauber wurden sie abtransportiert. Hier guckt der Typ mit dem Überblick aus dem Polo, dreht sich um und sucht offensichtlich Leute. Keine Leute da und geht dann zum Mini. Wichtig ist auch vor allem bei solchen schweren Unfällen, selbst wenn du denen nicht helfen kannst, weil du nicht weißt, was du machen sollst, rede mit den Leuten. Rede mit den Leuten, yo, alles klar, ist natürlich scheiße gelaufen, Rettung ist unterwegs und dann wird es auch alles wieder besser und so und ja, solche Scheiße erzählen da. Kannst ja meinetwegen vom Wetter erzählen, aber lass die Leute da nicht alleine sitzen, die haben Angst. Okay, soll auch reichen, mehr Material habe ich sowieso nicht, reicht aber auch. 19.000 Euro Schaden bei Christopher, natürlich ein Totalschaden. Kommen wir mal zur Analyse, in Zeitlupe mit dicht dran und so. Ein silberner Mercedes wechselt da plötzlich die Spur. Der Hintermann muss ausweichen und ja, siehst du. Ich finde es so schade. Es sieht so aus, als würde der Mercedes, der Unfallverursacher, nicht einen Kratzer abkriegen, ne? Ja, warum sage ich schade, ne? Bin ich gehässig? Nö. Das ist der Verursacher, der haut ab. Erst zögert er noch ein bisschen, vielleicht weil es noch nicht direkt weitergeht, aber dann Spurwechsel, weg ist er. Kleine Genugtuung aber, dem Typen haben sie am selben Tag noch den Führerschein weggenommen, denn die haben ihn ermitteln können. Marcel sagte, die Fahrerin aus dem blauen Auto wusste gar nicht, was sie falsch gemacht haben soll. Hat sie erst gar nicht verstanden, bis es ihr erklärt wurde. Und die Tante im silbernen PKW, die war eingeklemmt. Ich zeige jetzt hier nicht alles, nur Ausschnitte. Aber es haben mindestens 4 Leute angehalten.
Unsere Kamera fährt weiter, weil sie gar nicht richtig mitgekriegt hat, was da passiert ist. Zu Hause dann mal in die Dashcam-Aufnahme geguckt und ach du Scheiße, und dann das Material der Polizei zur Verfügung gestellt. Der Hundesohn von einem LKW-Fahrer hatte über 2 Promille im Blut. Und er guckt auch die ganze Zeit quasi nach unten. Sobald er ins Bild kommt in der Heckkamera, guckt er nur nach unten, der guckt überhaupt nicht nach vorne. In dem Zeitungsartikel stand 3 Schwerverletzte. Junge, Junge, mit PKW-Fahrer, mit denen möchte ich nicht tauschen, ey. Alter Falter! Sky Ranger schreibt: Ich habe den nicht gesehen, der war plötzlich da. Polizei hat gemeint vor Ort noch, ich wäre unschuldig. Zum einen hätte er hier nicht fahren dürfen und absteigen müssen, da es sich hier um einen Fußgängerüberweg bzw. eine Insel handelt. Und zum anderen hatten die Zeugen im silbernen Fahrzeug auch ausgesagt, dass der Radfahrer überhaupt nicht in meine Richtung geschaut hat. In der Originalfassung sieht man, dass der nur nach dem LKW schaut, aber nicht in meine Richtung. Guck dir erstmal in Ruhe, wir reden später. Ja, oh Junge, das Kind hat da natürlich nichts zu suchen. Was rennt da über die Straße? Der Zeuge, der da angelaufen kam, der hat noch versucht, das Kind festzuhalten, aber nee, es wollte weg, weg, weg. Und das Kind war über alle Berge, war nicht mehr zu finden. Und die Sache wurde dann später auch eingestellt, polizeilich, weil konnte nicht mehr aufgetrieben werden. Er hat das Auto ausgemacht, den Warnblinker an und ist dann ausgestiegen. Und beim Aussteigen rollte dann die Karre los. Ja, den Unfall hat er jetzt selber bezahlt, weil hochgestuft werden wollte er auch nicht. War letzten Endes seine Schuld. Diese Bundesstraße ohne Geschwindigkeitsbegrenzung teilt sich da hinten auf, links Richtung Autobahn, rechts woanders hin. Und der weiße PKW denkt sich da hinten: Oh Scheiße, hier ist ja Stau. Ich ordne mich lieber jetzt schon mal ganz schnell in die richtige Spur ein. War jetzt nicht so die gute Idee. Der Hammer kommt ja jetzt aber erst. Und zwar habe ich noch einen Text dazu gekriegt. Jetzt guckt euch die Wiederholung halt nochmal an. Die ältere Dame blieb unverletzt. Ich habe mir einen Lendenwirbel gebrochen und war 2 Tage auf der Intensivstation. Der Bruch musste zum Glück nicht operiert werden. Noch auf der Intensivstation bekam ich einen Tag später einen Anruf von meiner Versicherung, die mich gefragt haben, wie es zum Crash gekommen ist, den ich verursacht habe. Die Polizei hat mir Folgendes vorgeworfen: Fahrlässige Körperverletzungen, Rechtsüberholen außerhalb geschlossener Ortschaften mit Unfallfolge, Überholen bei unklarer Verkehrslage, unangepasste Geschwindigkeit dem Verkehrsaufkommen entsprechend, unangepasste Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen entsprechend. Ich war baff. Ich hätte langsamer fahren können wegen des Nieselregens, aber alles andere war echt krass. Die Unfallgegnerin hat ausgesagt, dass sie die Spur gewechselt hat und es sofort geknallt hat. Mich hat sie nicht einmal gesehen, wie auch, wenn man nicht in den Spiegel guckt. Die Zeugen haben ausgesagt, dass ich mit massiv überhöhter Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge von rechts überholt habe und mich dann wieder links reingeprügelt habe und es deswegen geknallt hat. Die Polizei hat diese Version übernommen und die oben genannten Verfahren gegen mich eingeleitet. Die gegnerische Versicherung wollte selbstverständlich auch nicht zahlen. Nachdem das Dashcam-Video ins Spiel kam, wurden sämtliche Verfahren eingestellt und die gegnerische Haftpflicht hat 70% des Schadens übernommen und mir 30% angelastet wegen der Überschreitung der Richtgeschwindigkeit. Dazu habe ich noch einen Schmerzensgeldzuschuss von 700 € bekommen. Ich fahre im Leben kein eigenes Fahrzeug mehr ohne Kamera. Ich hätte meinen Lappen verloren und im schlimmsten Fall wäre ich noch vorbestraft gewesen. Die Polizei hat mich zu dem Vorfall übrigens nicht einmal angehört. Auf den angekündigten Anhörungsbogen warte ich bis heute. Liebe Grüße, der Flensburger. Ab hier werden nur noch Tiere getötet, wer da keinen Bock drauf hat. Wiedersehen. Ja, wenn hier Menschen verletzt werden, interessiert es keine Sau. Aber sobald ich Tiere zeige, die sterben, dann... Oh, Alarm! Ja, also jetzt sterben nur noch Tiere. Sorry. Hätte ich es machen können.
Ja, nach 5 Minuten hat das arme Tier nicht mehr gezappelt. Da war es denn tot. 8.200 € Schaden. Und so sehen die aus. Und nur einen Monat später, das Auto war wieder heile. Ach, leck mich doch. Boah, ey, es ist doch zum Kotzen. Was war das? Ich weiß es nicht. Haben noch umgedreht, aber nichts gefunden. An Nido seinem Auto war nichts dran, aber er hat natürlich dem Reh den Rest gegeben. Das war tot. Das Rentnerpärchen im anderen Auto hatte nicht mal ein Telefon und so hat er den Notruf abgesetzt und so weiter. Als die Sache ausgestanden war, wollten sie ihm was dafür geben und er hat gesagt, nein, ist eine Selbstverständlichkeit. So gehört sich das. Ehrenmann heißt sowas heutzutage. Zweieinhalbtausend Euro Schaden. Hier nochmal von der Seite. Und ob die kleinen Rehkitze, die dann noch rumlaufen, ob die ohne ihre Mama überleben können, keine Ahnung. Dorian bedankt sich übrigens für die vielen Autos, die angehalten haben und gefragt haben, ob alles gut ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Reh befindet sich die ganze Zeit hinter der A-Säule. Was war Ein das? Reh! Ein Reh! Jo, ein totes Reh. Und 3000 Euro Schaden sind entstanden. Nach ein paar Minuten war dann auch das Zappeln vorbei, da hatte sich das ganz erledigt. 5.000 Euro Schaden. Macht's gut!